Los geht's am 11. November. Nein, ich denke nicht an den Auftakt zum Karneval. Ich meine den Martinstag. In Franken ist der Pelzmärtel, Sie sagen dort Bulzermärtel, der auf den heiligen St. Martin zurückgeht, ein verbreiteter Ersatz für den Nikolaus. In seinem Sack hat er Geschenke für die braven Kinder und für die Bösen eine Rute. St. Martin war der Soldat, der mit dem Schwert seinen Mantel teilte. Die eine Hälfte gab er einem armen Mann, der in der Kälte jämmerlich fror. In die andere wickelte er sich selbst ein. Später wurde er Bischof von Tours. Am 6. Dezember begegnet uns der heilige Nikolaus. Er war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra und tritt in vollem Ornat auf. Der Legende nach hat er zahlreiche Wunder vollbracht. Für seine heutige Funktion als Geschenkebringer ist wohl die Mitgiftspende verantwortlich. Er soll 3 armen Jungfrauen Goldkugeln durchs Fenster geworfen haben, um sie vor der Prostitution zu bewahren. Um das Durcheinander noch zu steigern, wurden dem Nikolaus noch die Gehilfen Knecht Ruprecht und der Krampus zur Seite gestellt. Die beiden beschäftigen sich mit dem ganz und gar unheiligen Part der Ruten. Ja, und dann kommen wir zu dem Problemfall Weihnachtsmann. Es handelt sich um einen freundlichen alten Herrn mit weißem Rauschebart. Er trägt einen roten Mantel mit Pelzbesatz und geht auf den niederländischen Sinterklaas zurück. Seine Requisiten sind ein Sack mit Geschenken und die Rute. Der amerikanische Santa Claus ist bei uns durch eine Werbekampagne von Coca-Cola bekannt geworden. Der europäische Weihnachtsmann wirft, wenn er nicht persönlich vorbeikommt, seine Geschenke durch den Kamin oder er füllt die Schuhe der Kinder mit Leckereien. Ins Skurrile entwickelt hat sich der aufgeblasene Clown, der an Hauswänden emporklettert oder auf Dächern sitzt. Da passt er hervorragend zu der Kauf- und Geschenkeorgie, die der Handel, begleitet von permanentem Weihnachtsliedergedudel, veranstaltet. Überreich sind die Verkaufstempel und die Geschäftsstraßen dekoriert und beleuchtet. Und es greift um sich. Privathäuser und Gärten sind mit bunten LED-Schnüren wild illuminiert. Da tummeln sich Elche, Weihnachtsmänner, Schäfchen, Engel, Schlitten, Rehlein und vieles mehr unter Dächern und Balkonen. Was das mit Weihnachten zu tun hat, will sich mir nicht so ganz erschließen. Aber die Konfusion setzt sich fort, denn mit den Engeln ist es auch nicht so einfach. Mal gleichen sie ehrfurchteinflößenden jungen Männern in langen Gewändern mit sehr großen Flügeln. Dann wieder sind es halbnackte, dralle Babys, die sich auf Gesimsen, Tannengestecken oder Geschenkschachteln herumtreiben. Auch kleine, blond gelockte Mädchen in weißen Kleidern wurden schon als Engel gesichtet. Sie haben große Ähnlichkeit mit so manchem Christkind hinter dem Weihnachtsbaum, das die Geschenke verteilen wird. Zuweilen eröffnet ein Christkind in goldenem Gewand Weihnachtsmärkte mit Prologen und Gedichten. Dann wieder liegt es als neugeborener Knabe in der Krippe im Stall. Aber dieses Jesuskind ist wohl nicht identisch mit dem geflügelten Weihnachtsbeiwerk. Hier soll die heiß herbeigesehnte Bescherung der Kinder nicht vergessen werden. In Festsälen und Kirchen werden zahlreiche Konzerte mit brausendem Orgelspiel veranstaltet. Und Oratorien kommen zur Aufführung. Das leitet sacht hinüber zur Weihnachtsgeschichte. Matthäus hat eine geschrieben, aber meist wird die des Lukas gelesen.
Sie gibt in schlichten Worten das Geschehen der Heiligen Nacht wieder. Freuen wir uns darüber, wenn wir können. Lasst uns ein Fest ausrichten und andere daran teilhaben. Einfach und ganz ohne Irritation ist doch alles gar nicht so kompliziert. Fröhliche Weihnachten!